Abgereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo miteinander. Heute habe ich mal eine kleine Frage für euch. Und zwar, ihr seht ja hier im Hintergrund, sage ich mal, von mir, einen Transformator. Und dazu habe ich einfach mal eine Frage. Ich wollte das ein bisschen wie eine Quizfrage machen. Ja, oh doch. Bei Telegram habe ich das schon ein bisschen gemacht. Und mit den Antworten zusammen und jetzt im Nachhinein, ich habe jetzt schon mit einer KI ein bisschen geredet, wollen wir die ganze Sache dann mal auswerten. Und zwar die Frage ist, wenn ich, wir nehmen jetzt mal diesen Transformator habe, mit Eisenkern, bla bla bla, bei 1:1 gewickelter Trafo, was muss ich anlegen, um hier 1 Volt rauszubekommen, wenn die Wicklung 1:1 ist? Also wir gehen jetzt von AC aus und Wechselstrom und bla bla bla, ne? Also das Sinus ist schon irgendwo klar, ne? Ganz normal, Transformatorregel. Und ich habe mir das so gedacht, dass wir die Auswertung und Auflösung dann machen, wenn, sage ich mal, keine Ahnung, ja, 30 Kommentare ist nicht zu viel verlangt, oder? Dass wir mal 30 Antworten kriegen, was muss hier angelegt werden, ne, um hier 1 Volt rauszukriegen. Genau. Ja, wie gesagt, ich würde euch bitten, mal, haut mal in die Tasten, ne? Wenn wir in der Gruppe haben, ja schon 5 Leute, glaube ich, geantwortet. Und ja, ich denke mal, hier mit dem YouTube-Kanal müsste man ja mal 30 zusammenkriegen, dass ich mal ein bisschen Material habe, ne? Also haut mal in die Tasten. Was sagt denn ihr? In diesem Sinne, lasst knacken. Und ja, ich denke mal, wie gesagt, wenn die 30 Kommentare da sind, kommt dann das Aufklärungsvideo.